Der zweite Spieltag in der TTBL hatte einige Überraschungen zu bieten und ich bin gespannt, welche Ballwechsel am Ende die besten waren. Wir schauen zuerst auf Thiago Apollonia auf der 5 gegen Kirill Gerasimenko. Ja, gutes Duell zwischen den beiden. Viele intensive, längere Ballwechsel in einer heißen Halle in Grünwettersbach. Gerasimenko hatte das Spiel am Ende gewonnen. Wir gehen weiter zur Nummer 4. Feng Hyesin in Grenzau gegen Christian Karlsson. Oh, Karlsson, der hier wieder nach vorne kommt und sich eigentlich in eine gute Ausgangslage nochmal begibt. Aber die letzte Vorhand, die trifft er nicht mehr. Das war die 4 mit Feng Hyesin. Wir gehen weiter zur 3 und sehen Dmitri Ovtcharov gegen Kai Stumper. Ich kann mir schon denken, welcher Ball kommt. Natürlich der No-Look-Shot, Rückhand parallel und der Kopf geht in die andere Richtung. Da hat er mal einen angeboten, fast ungewöhnlich für ihn, sieht man nicht ganz so häufig. Wir gehen weiter zu Platz Nummer 2, Togami für Ochsenhausen gegen Genueda. Oh ja, wunderbar die letzte Rückhand. Aus einer mittleren Position spielt er den in die tiefe Vorhand. Damit hat Ueda nicht gerechnet. Und jetzt Platz Nummer 1, Irvin Berton. Ja, ein richtig gutes Match zwischen diesen beiden. Ein super Ballwechsel. Bertrand hatte schon Matchball gegen Lind, verliert das am Ende dann noch, das Match. Das waren die besten 5 Ballwechsel zu Spieltag Nummer 2.